Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator. Dieses Mal läuft die Aufnahme zusammen mit dem Markus. Ja, genau. Alleine, zu zweit. Genau, Mit einem vollen Anhänger. wir haben Zwei gerade schon Minuten umsonst 50 Sekunden geredet. aufgenommen, ohne dass aufgenommen wurde. Naja. Es wird langsam, meine Konzentration lässt nach. Ja, nach 20 war es wieder fast. Nein, 15 haben wir, glaube ich. So Pi mal Ja. Daumen. Ich werde mir die alle fertig encodiert auf dem NAS rüber schicken und da hochladen. Ich mache das nicht immer irgendwie, aber ich Ja, sag weil mal, wenn wenn du ich sie so immer große hochlädst, ist Mengen es habe. dann auch blöd. Weil dann hast du sonst keine Leitung mehr. Da kannst du sonst nichts mehr machen im Internet. Ja, genau. Also es ist ja eigentlich, ich sag mal so, ich mache das ab und zu, wenn ich so extrem 10 Videos oder so in der Nacht hochladen will, dann mache ich es darüber. Ansonsten, Ich wenn würde ich. das einfach raufhauen aufs NAS und dann immer von dort zwar hochladen, aber dann auch immer stoppen währenddessen, halt zwischendurch. Ach, das kann man das auch Naja, stoppen? Das ist gar nicht. kannst du nicht stoppen. Ich habe da irgendwie, ich habe so einen billigen vom Medion da. Naja, musst du das in YouTube direkt eintragen oder? Ich habe da so eine YouTube-Applikation sozusagen Ja, und drauf, so ein. mit der kannst du nicht stoppen. Ich weiß es nicht. Habe Ach ich. schon. Ich glaube nämlich schon, weil das wäre ja das Sinnvolle. Ja. Und wenn nicht, wenn du kurz sozusagen das NAS vom Netz nimmst, die Zeit, wo du das nicht haben willst, Ja. sollte es auch gehen. Danach wieder fortsetzen lassen. Naja, wenn ich so ein, zwei Videos, sage ich mal, an einem Sonntag noch eben mal so ein Mod-Gedönse, hier so eine Mod-Map hochlade, so ein 15-Minuten-Video, dann mache ich das nochmal meistens eben so ohne NRS. So, die Kühe bekommen mal wieder frisches Futter. Ich bin gespannt, wie viel da reinpasst. Doch. Wie viel kriegen wir noch für Silage für die Kühe? Das wird jetzt die Frage. Alter, das ist ein Feld, da geht's 100 Meter nur geradeaus. Nee, 200, 300 Meter. Das ist das komische Geformte, oder? Ja, dieses mit Ja. Bäumen in der Mitte und so. So, kipp rein, 70%, 80%. Hier einen kompletten Hänger habe ich jetzt mal reingibt. Okay. Dann kannst du den nächsten ja auch noch hinterher kippen. Scheint ja ordentlich was reinzugehen. Habe ich nicht mitgerechnet, dass da mehr als ein Anhänger noch reingeht. Wenn es rechnet, sind 31, fast 32 Tonnen. Ja, das ist ja eigentlich schon eine Ecke. Wie viel werden die wohl kriegen wollen? Noch einen ganzen Anhänger vielleicht dabei? Keine Ahnung. Ich habe mit Kühen wirklich ja im 13er noch nicht wirklich viel gemacht, weil bei meinem Spiel da, bis man da mal auf Kühe gehen, wird es noch einige Zeit dauern. Wird das dieses Jahr noch was? Und sonst, ja, ich habe kurz einmal zwischendurch einmal so zu einem Spaßspielen, wo ich mal so ein bisschen was mit Probier habe oder oder? was. Da habe ich ein bisschen was gemacht, aber nicht sagen wir so, dass ich so viel gemacht habe. Ja, nicht so ernsthaftes oder? Und bei mir fängt es halt, ich finde, Kühe sollte man erst anfangen, wenn du sagst, du kannst 100 Kühe gleich einmal haben. Weil sonst ist Ja, das oder ja so. halt, dass man sie überhaupt vernünftig versorgen kann und nicht nur Ja, irgendwie weiß nicht. Gras reinschmeißt. Aber so wie das jetzt mit dem Badger ausschaut, brauchen die jetzt wirklich alle drei Sorten. Was eigentlich nicht wirklich real ist. Ja, wenn du Was, du tust dann nur Mischfutter hast, Mischfutter? hast du ja alles. Ja. Außer vielleicht noch einstreuen, was du da noch mal Ja, das extra. musst du eh noch. Das ist Ja. noch extra, das ist eh klar. Das finde ich halt das Schade bei dem, dass bei dem Spiel kein Einstreuer für Backen, halt für Quaderballen dabei ist. Weil mit Okay. dem kannst du es zwar so reinlegen und dann hüpft er ein bisschen hin und her, aber richtig gut geht es eigentlich mit dem Einstreuer nur mit den Rundballen. Ja. Ja, ich habe zum Einstreuen noch auf dem Mischwagen genommen. Ja, aber das Problem ist, wenn ich ihn presse, zum Lagern kann ich eigentlich das Stroh, das lose Stroh nicht lagern. Ja. Sinnvoll. Ich kann schon da in den komischen, aber das macht ja kein Mensch. Wirklich. Ja, da hast du dann ja auch eigentlich, das ist ja dann nicht verdichtet, das ist ja. Ja, das ist lose gelagert halt. Genau, Ein da kriegst du ja kaum was Wahnsinnshaufen. rein. Das ist ein Ja. riesiger Haufen, aber kaum Masse. So lagerst doch eigentlich die Ballen und fertig. Ja, in Ballen, das sind ja auch gleich ein paar hundert Kilo Stroh, aber
wenn man die Ballen so hat, dann, also wenn man das Stroh so hat, dann sind ein paar hundert Kilo, das ist ja dann gigantisch, wie viel Platz das wegnimmt. Ist das Feld 2 auch gemäht worden? Auf der Kuhwiese oben? Also an der Kuhwiese wurden beide, ja, Okay. zwei wurde auch, genau. Das auch gleich noch machen. Bin ja mal gespannt, wie viel die jetzt so schlucken an Gras. Aber erstmal nehme ich jetzt ein bisschen Schaufeln an der BGA auf mich und dann sollten wir schon ein bisschen weitergekommen sein. Ja, ich tue da gerade so gut wie es geht aufsammeln. Das Restliche lasse ich liegen. Tragisch ist es auch nicht. Ein bisschen was liegen bleibt. So, dann schauen wir, 60% habe ich noch. Das sind nochmal 20 Tonnen. Ob das noch alles reingeht? Meinst du? Weiß nicht, ich kipp's jetzt gleich aus. Dann haben wir, kommen wir so auf 50 Tonnen da drin. Jetzt ist voll. Okay. Nach 13% halt noch einmal circa 6 Tonnen oder sowas. Okay. Halt, wir haben da jetzt Und den drinnen. Rest lassen wir oben vor Gehren. Genau, wir haben da jetzt drinnen. 36 Tonnen. Das ist ja schon eine Ecke. Da passt sich die Silage auch schon wieder rein. Ja, Wir haben jetzt sie. eine Produktivität von 80%, sehe ich gerade. Ja, da fehlt jetzt noch das Mischfutter. Da muss man jetzt wirklich alles haben. Ja, schätze ich mal. Oder wenn man Mischfutter hat, dass es reicht. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Irgendwie, wenn ich mal an dem Punkt war, wo ich mir Mischfutter leisten konnte, dann liefen die wieso immer auf 100%. Ja. Aber da habe ich das eine Mal, da habe ich sicher kein Gras mehr reingeben. Und kein Silage extra. Da ich nur Mischfutter reingeben, das weiß ich hundertprozentig. Ja, bei nur Mischfutter kann ich mir das vorstellen, dass das nochmal funktioniert. Oh, ich habe gerade einen Bug. In der Schaufel sind 0 Kilo drin, aber 1%. Ja, schön. Sollte bestimmt gleich rausgehen, ne? Aber normalerweise müssten wir dann sicher Silage auch schon wieder reinkippen können. Das haben wir auch schon länger nicht gemacht. Ist denn noch Silage da? Das steht doch da in der Statistik. Ja, da stehen sind noch 13, 14 Tonnen. Ja, dann können wir schon mal nachfüllen, aber nicht viel, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, passt nicht genauso viel wie Gras reinpasst. Ich weiß Ja, es nicht genau. du hast ja irgendwann auch mehr Kühe gekauft, wenn du nicht täuschst. Kann man nicht nochmal irgendwann Kühe kaufst? Boah, das ist ja immer so vage Vermutungen. Wir haben, glaube ich, einmal 20 und dann auf 30 aufgestockt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde mal. Dann geht mal auf Tiere. 30 Stück habe ich. Könnt natürlich jetzt nochmal für 50.000 Kühe holen. Aber dann rückt halt auch der Drescher in weitere Entfernung, ne? Ich weiß nicht, ob sich das jetzt auszahlt, weil wir haben Naja, wirklich noch auszahlen tut es sich nicht. Das ist kein nur wegen Gag. Mischfutter. Das ist einfach nur wegen Gag. Was Können wir anderes. Schafe auch kaufen? Schafe könnte man auch kaufen, ja. Die müssen wir auch noch dann versorgen und Paletten abfahren. Und irgendwie finde ich, dass so ein paar Paletten zu wenig rauskommen. Und auch die Paletten wenig bringen. Also da lohnt sich. Also vielleicht ist es zu viel im Verhältnis zum Real Life, aber im Verhältnis zu, weiß ich nicht, normalen Arbeiten bringt das einfach viel zu wenig, finde ich. Ja, wird doch relativ viel. Aber es ist halt auch eher eine andere Arbeit einmal wieder. Ja, genau. Dann könnte man eigentlich quasi, wenn man 20 Schafe oder sowas hatten wir, glaube ich, auf dem Server, da könnte ein Profi-Hopper locker die Tagesration mit einer Fahrt Ja, aber da einbringen. fahre ich mit einem Butterfly-Mähwerk, tue ein Gras, halt tue ein Wiese geschwind machen und fertig, bin schneller da. Ja, da kommen auch nur 2 Tonnen oder so rein. Ein Ach Schafen so, nicht mehr. da. Das passt gar nichts drin. Ein Schafen. Okay. Deshalb habe ich hier gesagt, kannst du einen Profi-Hopper daneben stellen. Eine Ladung und das reicht für einen Tag oder so. Beziehungsweise für diese 6 6 Tage oder was Tage. das ist. Ich glaube, das ist schon mehr Essen. Die haben auf jeden Fall, konnten wir es immer schön mit dem Profi-Hopper.
machen. Viel haben die nicht weggeschlingen. Wir fahren nachher wieder Gülle fahren. Die Felder. Stimmt. Stimmt. Und wir können darüber nachdenken, ob wir einen Flug kaufen. Obwohl jetzt schon, ich weiß nicht. Obwohl auf Feld 32 wird das Sinn machen zu fliegen. Da haben wir ja Mais gehabt. Du kannst doch jetzt schon überall mal Gülle fahren, wenn du mal was anderes machen willst. Dazwischen. Ja, ich schaufel gerade eben noch. Wenn der Schredder nicht mehr so wirklich will, dann... Ja, du bist auf fünffacher Beschleunigung. Ja, fünffach ist eigentlich so, dass er irgendwann stoppt, dass ich eigentlich schneller... Ja. Und ich habe jetzt schon fünf Stück hin, also ich denke mal mit der oder mit der nächsten Schaufel wird es dann ins Stocken kommen. Aber ich fahre dann gleich mal mit dem 36er, da kann man sich das natürlich auch nicht leben lassen. Weil Gras aufsammeln will ich dich jetzt nicht mehr lassen, weil das ist jetzt, muss man wirklich fast schon von oben schauen. Okay. Und das ist dann auch fürs Video blöd. Ja, weil ich fahre jetzt gerade von der Draufsicht. Hauptsache du kannst überhaupt noch was sehen. Ja. Ja, das geht schon. Ja, 10 Tonnen immer mit jeder Schaufel, das ist eigentlich ziemlich viel. Wenn man sich überlegt, dass wir immer mit Frontlader geschaufelt haben. Und obwohl, da haben wir auch eine mit 6 Tonnen gehabt. Ja, das war schon eine ordentliche. Beziehungsweise etwas unrealistische. So, und die halbe Silo ist ungefähr noch voll. Etwas mehr. Also, jetzt gleich die zwei Fehler bei der Kuhwiese fertig. Dann habe ich noch eine Spur beim Nehmannhof und dann das eine Feld noch, oder? Ja. 4 Felder waren es insgesamt. Ja. Wie viel Ladewagen kriegst du da runter? Oh. Ich glaube, wenn ich das. Ich weiß nicht, wie groß das eine Feld noch ist nachher da drüben. Das ist schon ordentlich. Ich habe jetzt bei der Kuhwiese bei denen circa 2,5. Kriegt. Okay. Also wir kriegen da doch auch schon ein bisschen Silage für die Kühe raus, ne? Ja. Das sind dann doch schon ein paar Tonnen wieder. Boah, ich muss gerade irgendwie an unseren Radlader denken, der irgendwie... Wie viel fuhr der? 15? Wenn's ich weiß nicht. 11. Bergauf da. Ich glaube, da bin ich mit 9 km/h gefahren. Ja, dann muss ich dich noch schieben, damit du überhaupt hochkommst. An einer das Stelle. Das war extrem. Ja, das war... Aber der kam, hatte die Probleme wirklich nur hier. Ah, das ist der Untergrund. Da ist wahrscheinlich unter dem Pflastersteinen wird keine Straßentextur sein laut Feind, sondern wird eine, weiß nicht, Feldtextur sein und dadurch fahrt er langsamer. Ja, also hat er so ein Skript, dass der auf Feldern ausgebremst ist. Das ist auch bei der Australien so, dass an einigen Kreuzungen, da wirst du quasi automatisch auf 15 km/h runtergebremst. Ja, das ist ein Fehler. Das sind die Texturen oder sind einfach die irgendwelche Wellen drinnen oder sonst irgendwas. Das ist zum Beispiel der Castor, der die Kernstadt-Map, die neue sozusagen gemacht hat, überarbeitet, der hat zumindest angegeben, dass er alle Straßen abgefahren ist. Bei einer Vierfach-Map ist das schon viel Arbeit. Ja. Auf jeden Fall. Kernstadt ist ja vierfach, ne? Ja, genau. Kernstadt ist eigentlich so eine... Ich finde die so ein bisschen sehr steril. Ja, sie ist wenig ist so Details. Obwohl die vom Castor... Ich weiß nicht, ob du die schon einmal angeschaut hast. Ist das dann einfach diese Kernstadt-Basis und irgendwie verändert, oder? Und komplett verändert, ja. Okay. Halt komplett. Es ist jetzt... Er hat halt einen Haufen Bäume gesetzt. Dadurch wirkt das viel besser... viel mehr... Zeug, das drauf ist. Ja, okay. Weil es ist nicht so, ich finde die Map nicht mehr so schlecht, wie sie früher war. Also ich finde die irgendwie sehr steril. Ich mag das mehr so, wenn man Hagenstedt nicht wiedererkennt. Nein, aber schau doch mal die Kernstadt vom Castor an. Die schaut nicht mehr so extrem aus. Okay, mache ich mal bei Gelegenheit. Und den... bei der...
Die Kuh, halt den Hof, mache ich sowieso wieder neu. Weil der passt ja sowieso nicht. Hier zumindest, oder uns nicht. Zu klein oder zu groß, wie ist ja? Nein, das ist so eine komische Mischanlage, ist drauf, die brauchen wir nicht. Dann, ja, so halt, teilweise wollen wir Hallen haben, wo wir das Getreide lagern und nicht Silos. Halt nicht Okay. so Stehsilos und. Das finde ich eigentlich auch cooler. Das ist zum Beispiel auch auf der Ja. Bayern Map gar nicht. Also einige Sachen gehören noch gemacht und der Kuhstall soll bei uns ausmessbar sein. Und Dass man so ja. richtig mit der Schaufel durchfährt, ne? Genau, entweder du kaufst dir so einen Bobcat. Mischst es mit Das dem aus gleich. finde ich auch cool. Beziehungsweise mit einem Teleskoplader oder so. Ja, oder Teleskop oder mit einem kleinen Frontlader. Aber hier sind schon ein paar Tonnen Silage zusammengekommen. Kann man sich nicht beschweren. Wir haben ja auch hier noch ein bisschen. 23 Tonnen sind schon vergoren. Und dann haben wir hier noch eine Portion. Fahr das gerade ein bisschen fest, so 100% verdichtet. Eben mit dem Güllefass geht das eigentlich ganz schnell, das Verdichten. Ist das voll, das Güllefass? Ja, habe ich gerade voll gemacht. Erfasst du Gülle weg? Ja, genau. Wälder. Ja, aber das Aber. kann man eh davor auch machen, bevor man grubbert oder was. Ja, genau. Sobald gedrescht ist. Das magst du in echt eigentlich auch so. Man kann ja auch eigentlich besser zweimal düngen, wenn man jetzt, sage ich mal, ein bisschen. Ja, das Problem ist, du siehst halt den Unterschied im Spiel nicht. Ja, genau. Aber das, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mir die Unkosten zumuten und ich finde es einfach realistischer, dass man dann, weiß ich nicht, direkt nach der Ernte erstmal Gülle macht, dann vielleicht irgendwann nochmal Mist und dann nochmal Kunst und so und Feldspritze und alles Ja, aber mischt. das Problem ist, du kannst die Distanzen nachher nicht mehr absetzen, weil du nicht einmal eine Bodenveränderung siehst. Ja. Da musst du Was halt zum einfach Beispiel cool schätzen. ist, es gibt eigentlich die Cayena, ist ja auch eine mit Düngerfunktion. Die hat ja eigentlich einen Düngertank eingebaut. Okay. Und da machst du eine Unterflurdüngung, nennt man das. Also du tust mit dem Saatkorn gleichzeitig einen Dünger dazu. Und da gibt es einen Mod, der macht das und dann hast du, der tut nicht die komplette Fläche nachher, sondern tut so Streifen drauf machen. Ja. Ich glaube, das ist die Condor, ne? Als Nein, Mod. es gibt es von der Cayena und die Condor gibt es auch mit dem Mod. Weil das ist ein Skript, das was das macht. Das Okay. finde ich zum Beispiel genial, weil dann kannst du, okay, da. Dann kannst du zuerst einmal mit dem machen und dann mit dem anderen noch einmal drüber und du hast trotzdem einen Unterschied von der Textur, wo du es siehst. Ja, das ist gar nicht ziemlich cool. Aber sonst siehst halt das Problem, dass du halt eigentlich den Unterschied nicht siehst. Leider. Ja, also dann ist das mehr so, um den guten Willen zu zeigen, wenn man dann nochmal Mist fährt, obwohl schon gedüngt ist und sowas. Mist fahren möchte ich auch mal irgendwann machen, das habe ich noch nie so wirklich aktiv getan. Problem ist, es gibt keine gescheiten Miststreuer. Ja, Ich weiß nicht, die muss man sind immer den sofort einen. leer, wenn man losfährt und auch keine Ja, gute aber einen, halt Arbeitsweise. einen guten Mod gibt es angeblich. Das ist so ein Habe. Den schiebst hinten sogar die Wand drauf und dürfte angeblich ganz gut ausschauen. Okay. Weißt du, was auch ganz gut ausschaut? Die Zeit. Die Partlänge, ja, genau. 30 Minuten. Nein. So gefällt's auch nicht. 18. Aber ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part und die Hälfte von dem Feld ist auch schon wieder Gülle. Also, wir sehen uns. Tschüss. Ciao.